Ich bin hier wegen dem Warnstreik der Salzgitter AG und der Stahlbranche allgemein. Wir wollten ja in der Masse erscheinen, damit Sie auch sehen, wir sind nicht gerade wenige, die was wollen. Heute hat eine Kundgebung stattgefunden mit 2500 Menschen, die sich unserem Aufruf zum Warnstreik angeschlossen haben. War eine beeindruckende Veranstaltung. Gerade die Aktion der Jugend hat mir sehr gut gefallen. Die haben eindrucksvoll auf ihre Forderung aufmerksam gemacht. Unsere Forderung ist eindeutig. Wir wollen eine unbefristete Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, damit wir eine Perspektive haben. Weil auch wir haben Wünsche wie Familie und das lässt sich nicht erfüllen mit Hartz IV. Wir sind mit Megafon, mit Lautsprecher, mit Musik, mit ordentlich Rabatt sind wir durch die Bildung gegangen, haben jeden Einzelnen rausgeholt und im Endeffekt sind dann 350 Azubis durch die Bildung gestiefelt. Ordentlich schön mit Partymusik und mit richtig guter Stimmung, um dem Arbeitgeber zu zeigen, was wir drauf haben, was wir können und was wir wert sind vor allem. Wir sind hier nicht, weil wir keine Zukunft wollen, wir sind hier, weil wir wissen, wo wir hinwollen. Wir haben uns hier beworben, um hier zu arbeiten und wir sind sauer und wir sind voller Wut, dass hier darauf geschissen wird und uns eine Übernahme verwehrt wird. Das Problem ist einfach, dass der Betrieb auch hier in Salzgitter darauf zugreift, was der Gesetz hier bei Ihnen anbietet, nämlich Werkverträge, Leiharbeit. Das ist das Problem. Arbeit ist genug da, aber man möchte sie eben nicht zu den Lohnverhältnissen bezahlen. Und dass die Jugend hier ist, zeigt ja auch, dass diese jungen Menschen hier arbeiten wollen, sich mit der Hütte identifizieren. Das ist sehr wichtig und das sollte auch der Vorstand der Salzgitter AG kapieren und auf diese Menschen setzen. Jeden Abend schaue ich aus meinem Fenster und ich sehe meinen Arbeitsplatz, die Hütte. Sie leuchtet jede Nacht und erhält die gesamte Umgebung und ich bin unendlich stolz, stolz ein Teil davon zu sein. Aber wenn die Salzgitter AG so weitermacht wie bisher, Stellen abbaut, wo es nur geht, keine Übernahme von Azubis, dann werde ich eines Abends aus dem Fenster schauen und es wird nichts mehr erhellt sein. Die Hütte wird in Dunkelheit gehüllt sein und wird vergessen werden. Die jungen Leute sind nicht nur unsere Zukunft, weil wenn wir in Rente gehen, dass sie unsere Rente zahlen, sondern sind auch die Zukunft für die Salzgitter AG. Weil die Arbeit soll ja auch in Zukunft qualitativ und gut weitergemacht werden. Und wir brauchen einfach die jungen Leute für uns und auch für den Konzern. Noch gehen die Leute hin und arbeiten gerne und sie identifizieren sich auch. Wenn die Arbeitgeber meinen, sie können diese Haltung aussitzen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann werden sie das Echo ernten, die Motivation geht runter, die Menschen werden sich abwenden und es werden noch mehr Leute auf die Straße gehen und sagen, jetzt reicht's aber wirklich. Und wir haben den Atem, das auch auszuhalten, weil wir wissen haargenau, wenn wir nicht für uns kämpfen, wird es kein anderer tun. Jeder, der nicht in der IG Metall ist, sollte der IG Metall beitreten, weil wir stehen mehr als nur für Tarifverträge. Wir stehen für ein solidarisches Leben, für Fairness und Gerechtigkeit im Alltag. Natürlich sind auch die Kollegen und Kollegen in Werkverträgen aufgerufen, an unseren Aktivitäten teilzunehmen. Das, was sie tun können, ist, sich uns anschließen, in die IG Metall eintreten, uns in unseren Forderungen für sie auch unterstützen. Es ist wichtig, dass wir als Arbeitnehmer eine starke Gemeinschaft haben, zusammen auf die Straße gehen, zusammen demonstrieren. Für uns ist das die Gewerkschaft IG Metall. Ich glaube aber auch ehrlich, dass es gerade in Werkverträgen sehr schwer ist, sich zu organisieren. Von daher ist es wichtig, dass wir ihnen als Großbetriebe unter den Arm greifen, damit sie auch da in ihren eigenen Betrieben Strukturen aufbauen können. Wir als Stahl-Stammbeschäftigte dürfen auch nicht die Werkvertragsarbeitnehmer alleine lassen, sondern wir müssen die schützen. Wenn die Starken nicht vorangehen, ja, wie sollen denn die Schwachen überhaupt eine Verbesserung erreichen? Es geht um uns alle, es geht um eure Zukunft. Um unser Geld. Wir müssen auch was für die zukünftigen Generationen machen. Darum, wer noch nicht organisiert ist, Eintritt in die IG Metall. Nur so geht's.